Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Gnade gibt es ohne Vorbedingungen. Du musst nichts dafür tun, sie ist dir angeboten. Das Einzige, was wir tun können, ist diese Gnade annehmen und darin zu leben. Unter billig verstehen wir, dass es uns nichts oder nicht viel kostet. Billiges ist nichts wert oder nicht viel wert. Wenn wir die Gnade Gottes billig machen, setzen wir das herunter, was Jesus auf sich genommen hat. Gnade können wir deshalb erhalten, weil sie Jesus für uns erwirkt hat mit seinem Leben. Er hat es getan für uns. Die ganze Schuld unseres Lebens können wir auf ihn abwälzen, weil er dafür bezahlt hat. Und wir sind frei. Wir sind Begnadigte, weil Jesus die ganze Schuld unseres Lebens auf sich genommen hat und bis zum Ende durchgestanden. Was bedeutet Gnade für uns? Am besten kann man das vielleicht an einem Beispiel sehen. Ein Mensch, der verurteilt wurde wegen seiner schlechten Taten, welche auch immer, und sitzt über Jahre im Gefängnis. Vergleichbar mit einem Christen, der sich in Sünde verstrickt hat und in einer geistlichen Gefangenschaft lebt. Was Sünde ist, beziehungsweise was Gott nicht gefällt, das sagt uns die Bibel ganz eindeutig. Und diese Person, die da jahrelang im Gefängnis sitzt, erfährt plötzlich, dass sie begnadigt wird. Das heißt, sie kommt frei, ohne etwas dafür getan zu haben. Ein unverdientes Geschenk. Aber diese Person hat die Wahl, in die alten Muster der Taten zurückzufallen oder den Gesetzen entsprechend zu leben. Fällt diese Person zurück in die alten Muster, landet sie früher oder später wieder im Gefängnis. Und genau so ist es mit unserem geistlichen Leben. Haben wir einmal Sündenvergebung bekommen? Und leben nicht darin, landen wir wieder in der Knechtschaft Satans. Gott macht jedem Menschen ein Gnadenangebot. Und die Frage ist, ob wir es annehmen. Menschen sind verstrickt in Sünde und oftmals wie in einem Gefängnis, aus dem sie nicht herauskommen. Lukas 4, Vers 18 bis 20. Jesus liest da aus dem Buch Jesaja über sich selber. Und da heißt es: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Dazu ist Jesus gekommen, Menschen die Freiheit zu bringen und Gefangenen die Türe aufzumachen. Es ist wirklich Gnade, eine Hand gereicht zu bekommen, die dich aus dem Schmutz und aus jeder Grube herauszuziehen vermag. Diese Gnade war nicht billig. Es hat in Gethsemane angefangen, wo Jesus gerungen hat, um uns wirklich diese Gnade zu ermöglichen. Er hat den ganzen Weg zum Kreuz auf sich genommen und den Tod in Kauf genommen,
damit wir diese Gnade haben, um uns das zu ermöglichen. Unverdiente Gnade, und das entspringt aus Liebe. Aus Liebe zu dir, aus Liebe zu uns. Ein ewiges Leben. Vergebung von all dem Mist, den wir gemacht haben. Und die Bibel nennt es Vergebung unserer Sünden. Wiederherstellung von allem, was kaputt ist in unserem Leben. Die Bibel nennt es, dass wir heil sind an Geist, Seele und Leib. Eine Gnade, für die der höchste Preis bezahlt wurde und die wir geschenkt bekommen. Das Geschenk der Errettung, das Geschenk der Vergebung und das Geschenk der Heilung. Viele Christen denken, das kann ich alles haben und das kostet nichts. Und sie leben ihr altes Leben weiter. Das ist billige Gnade. Ich habe sie abgeholt, diese Gnade, und lege sie in eine Ecke. Ist ja kostenlos. Und wenn etwas billig ist, schenken wir ihm keine oder wenig Bedeutung und Beachtung. Und manchmal schätzen wir ein Geschenk auch nicht wirklich. Was hilft uns diese wunderbare Gnade, wenn wir nicht darin leben? Das ist wie bei dem begnadigten Strafgefangenen, der in die alten Muster zurückfällt und wieder im Gefängnis landet. Gnade bringt dir Freiheit. Und wenn du den Weg der Gnade nicht gehst, landest du wieder im Gefängnis des Teufels. Gnade gibt es ohne Vorbedingungen. Du musst nichts dafür tun, sie ist dir angeboten. Nimm sie in Anspruch, doch wirf sie nicht wieder weg. Wirf sie nicht weg, indem du dein altes Leben weiterlebst. Diese Gnade muss uns in die Nachfolge führen. 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Das sagt Paulus. Seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sagt er. Keine billige Gnade. Er sagt, ich habe investiert. Das, was ich bin, konnte ich nur durch seine Gnade tun. Diese Gnade gibt uns Kraft. Und Paulus hat diese Kraft ergriffen und darin gelebt. Und diese Gnade ergriffen. Und Gottes Gnade ist kein Ruhekissen, sondern Gottes Gnade muss uns in die Nachfolge führen. Billige Gnade sagt, ich bekomme ja sowieso Vergebung, also kann ich machen, was ich will. Es braucht keine Nachfolge. Wir haben ja Vergebung. Jederzeit. Und es stimmt auch. Aber billige Gnade sagt, weil Gnade alles tut, kann alles beim Alten bleiben. Wir verändern nichts an unserem Verhalten, weil Jesus doch schon alles getan hat. Gnade ist deshalb teuer, weil Jesus sein Leben für diese Gnade gegeben hat, damit wir sie empfangen können und darin leben. Markus 8, Vers 35 bis 37. Denn wer sein Leben erretten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen
und um des Evangeliums willen, der wird es erretten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Was kann ein Mensch bieten, um sein Leben zu retten? Wir haben nichts anzubieten. Das Einzige, was wir tun können, ist diese Gnade annehmen und darin zu leben. Unser Leben zu verlieren, das heißt Nachfolge. Und das kostet uns etwas. Wir müssen etwas hergeben, und zwar unser altes Leben. Es kostet einen Preis. Keine billige Gnade, um auf dem Sofa zu sitzen und alles bleibt beim Alten. Wir können nicht mehr leben wie andere, die Jesus nicht kennen. Es muss einen Unterschied geben. Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Der Unterschied ist, wie wir leben. Eine Verwandlung, ein neues Leben, ein neues Denken. Einmal Gnade zu erhalten bei unserer Bekehrung, das reicht nicht. Wir müssen darin leben. Wenn wir unser altes Leben weiterleben und lassen uns vom Teufel wieder versklaven, fallen wir aus der Gnade. Lebe nicht dein altes Leben weiter und mache Gottes Gnade billig. Es kostet dich nichts, indem du dein altes Leben weiterführst und du begibst dich wieder unter das Joch des Teufels. Das ist einfach. Das kostet uns nichts. Und so schreibt Paulus auch an die Römer in Römer 5, Vers 20 und 21. Wo aber die Sünde überströmend geworden, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Gnade steht über der Sünde. Gnade ist mächtiger als Sünde. Jesus hat sein Blut vergossen und das ist mächtiger und größer als alles andere. Das heißt, jederzeit können wir Gnade erlangen durch Vergebung, wenn wir zu Jesus kommen und ihn bitten. In deinem alten Leben herrscht die Sünde und in deinem neuen Leben herrscht die Gnade. Jetzt ist die Frage, was ist besser? Wenn wir in dieser Gnade leben, werden wir das Ziel erreichen, nämlich ewiges Leben. Auch Petrus schreibt über diese Gnade. 2. Petrus 3, Vers 18. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Und wachsen in der Gnade können wir nur, wenn wir in ihr leben. Wie wollen wir wachsen darin, wenn wir sie gar nicht haben? Wenn wir herausgefallen sind, so wie wir es vorher gelesen haben, was der Paulus sagt. Wenn wir sie wegwerfen, ist das ein ewiges Auf und Ab in unserem Leben und kein Wachstum. Es geht darum, Gnade in unseren verschiedenen Lebensbereichen zu bekommen. Gnade zu finden in schwierigen Zeiten oder gerade in schwierigen Zeiten. Gnade auch in Zeiten der Krankheit. Hebräer 4, Vers 16.
Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Geh beherzt, freimütig zum Thron der Gnade. Da findest du Hilfe. Hilfe für alle Lebensbereiche. Zur rechtzeitigen Hilfe. Gott kommt nie zu spät. Da ist Barmherzigkeit und das Geschenk der Gnade zu unserer Hilfe. Das ist ein wunderbarer Vers, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Menschen denken, sie brauchen keine Gnade mehr, weil sie ihr Leben Jesus gegeben haben. Doch wir brauchen jeden Tag neue Gnade, diese Gnade, und wir müssen darin leben. Das beinhaltet auch, dass wir einfach hingehen, freimütig, um Barmherzigkeit und Gnade abzuholen. 2. Korinther 12, Vers 9, da sagt Paulus: Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Du bekommst Kraft in deiner Schwachheit, wenn du zum Thron der Gnade kommst. Egal wie deine Schwachheit aussieht, genügt diese Gnade, um dich stark zu machen. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 12, Vers 7, dass ihm ein Dorn für das Fleisch gegeben wurde. Und wir wissen nicht, was dieser Dorn für Paulus war. Da wird vieles hineininterpretiert. Ein Dorn ist alles, womit der Teufel uns plagen kann. Was der Teufel benutzt, um uns zu plagen. Denke einmal in deinem eigenen Leben, was plagt dich am meisten? Was sticht dich in deine Seele? So ein Dorn, das können Schmerzen sein oder Streit in der Familie, Verleumdung oder Krankheit. Das ist für jeden etwas anderes. Aber Paulus hat Kraft und Hilfe erfahren. Er hätte diesen Dorn auch gerne losgehabt, doch er sagt, in meiner Schwachheit bin ich stark. Paulus war Gottes Gnade wichtig. Er betont immer wieder, dass er in der Gnade Gottes wandelt, also bleibt. Und für Paulus war das keine billige Gnade, es war der Preis seiner Nachfolge. 2. Korinther 6, Vers 1 und 2. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Vergeblich heißt, wenn wir in unser altes Leben zurückfallen, wenn uns die Gnade nichts wert ist. Und Gnade muss immer wieder erneuert werden, damit wir in ihr leben können. Und Vers 2, denn er spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die Zeit, in der du dich neu ausstrecken kannst nach dieser Gnade. Dein Tag, der Tag des Heils für dich. Er will dir helfen und er hat dir auch schon geholfen. Geh zum Thron der Gnade und mach dein Leben fest mit Jesus. In Jakobus 5, Vers 6 heißt es auch: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und Demut ist, vor Gott alles auszuschütten, was dein Herz bewegt.
zugeben, dass du es nicht alleine schaffst, dass du in deiner Schwachheit Kraft und Hilfe brauchst. Das ist Demut. Dann fließt Gottes Gnade ganz neu in dein Leben, auch in Form von Barmherzigkeit und Liebe. Das ist jedes Mal ein Geschenk Gottes an dich. Barmherzigkeit und Gnade finden zur rechten Zeit, haben wir gelesen. Jesus war barmherzig, als er auf dieser Erde war. Er hat sein Herz für jeden Menschen geöffnet. Und viele Menschen hat er geheilt, befreit und verändert. Er hat ihnen seine Gnade angeboten. Und eine wunderbare Geschichte sehen wir bei dem Kranken am Teich Bethesda. Alles, was krank war, hat sich dort versammelt, in diesen Säulenhallen, die voll mit Wasser waren. Und wer hineinstieg, wenn sich das Wasser bewegte, wurde gesund. Johannes 5, Vers 5. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen daliegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Was für eine Frage. Der Mann versuchte ihm zu erklären, warum er immer zu spät war, um in dieses Wasser zu steigen. Doch Jesus bringt ihm Gnade und Barmherzigkeit entgegen. Johannes 5, Vers 8 und 9. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Jesus bringt diesem Mann die Freiheit, trotz der strengen Regeln des Sabbats. Gnade steht über dem Gesetz und Gnade steht über der Krankheit. Dieser Mann hat Gnade und Barmherzigkeit erfahren. Jesus ist aber noch nicht fertig mit ihm. Er spricht ihn nochmals an. Johannes 5, Vers 14. Danach findet Jesus ihn im Tempel und er sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Jesus weist ihn darauf hin, dass er die Gnade nicht loslassen soll und wieder in die alten Muster zurückfallen soll. Er soll sein Leben in Ordnung bringen und darin weiterleben. Und das gleiche Muster finden wir in einer anderen Geschichte. Da ist eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Johannes 8, Vers 5. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Fragten sie Jesus. Sie wollten ihn herausfordern. Da steht Gesetz und Gnade gegenüber. Gesetz bringt Gebundenheit und Gnade bringt Freiheit. Johannes 8, Vers 7. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Alle fühlten sich ertappt, denn es war am Schluss keiner mehr da. Johannes 8, 10 und 11. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind jene? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: So verurteile auch ich dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Jeder der Menschen, die da mit ihm waren, hätten Gnade bekommen können. Aber keiner wollte sie. Aber diese Frau wurde freigesprochen. Keine Verurteilung, sondern Gnade. Und Jesus weist sie wieder darauf hin, dass sie auf diesem Weg der Gnade bleiben soll und nicht wieder in ihr altes Muster zurückfallen soll.
Das alte Leben ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Doch müssen wir es auch leben, damit wir nicht aus der Gnade fallen. Der Teufel will dich binden und verurteilen und dich wieder unter sein Joch bringen. Lass es nicht zu. Wie viel Dankbarkeit ist in unseren Herzen für dieses Gnadenangebot? Manche Geschenke sind uns nichts wert und wir schätzen es nicht. Doch Jesus hat sein Leben gegeben, um dir dieses Geschenk zu machen. Mach keine billige Gnade daraus. Bleibe in der Freiheit dieser Gnade. Amen. Und gib dem Herrn mal ein Dankeschön. Kennen Sie schon das kostenlose Magazin zur Sendung? Mit hilfreichen Artikeln für Ihr Leben und vielem mehr. Lassen Sie sich jeden Monat neu inspirieren. Jetzt einfach gratis beim Missionswerk bestellen. Unser Geschenk an Sie. Alle Sendungen dieses Monats auf einer DVD. Inklusive der Sendung von heute. Melden Sie sich telefonisch oder online und wir schicken Ihnen die DVD Ende des Monats kostenlos zu. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.